Zu der Frage, ob ich mich äußerlich mit anderen Personen vergleiche, kann ich ganz laut und selbstbewusst sagen, nein, ich tue es nicht. Ich habe es früher mal getan, aber ich habe damit aufgehört und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Vergleich macht einen immer unsicher und unglücklich, denn es wird immer Leute geben, wo man sagt, die können etwas besser oder die haben vielleicht längere Haare als ich oder größere Augen als ich oder schönere Zähne oder irgendetwas gibt es immer, was einem bei den anderen Menschen besser gefällt. Das ist ja auch gut so, man muss ja auch die Augen für das Schöne offen haben. Aber ich habe ganz schnell aufgehört, mich zu vergleichen. Warum? Warum? Soll ich jemandem nacheifern in der Optik? Nö. Ich selber bin doch die beste Version von mir selbst und möchte doch auch ich selbst sein. Ich möchte doch keine Kopie von jemand anders sein. Was ich mache, ich hole mir gerne Inspiration. Also gerade auch bei Frisuren oder Schminktipps oder auch mal Kleidung. Da hole ich mir gerne Inspiration, aber ich finde immer meinen eigenen Weg. Denn das macht das Leben einfach leichter. Es macht es abwechslungsreicher und auch spannender. Und ja, man kriegt nicht das Gefühl, dass man nicht reicht, weil man sich immer ständig mit anderen vergleicht.